wunderschöne Wesen ist die kleine Alma. Oh, Mäuschenpo. Leute, wie geht's euch? So, wenn man das so sieht und den Titel liest, könnte man meinen, Einpinkeln findet statt. Das ist die Musik von Layers of Fear. Und ich möchte gerne mit euch das DLC machen heute. So, seid ihr bereit? Oh, die liegt da so süß. Oh, ich kriege Milcheinschuss. So, so, hinlegen, ja, Prinzessin, du liegst da gut. Ich sitze hier wie ein Kackvogel. Ich sitze hier total scheiße. So, oh, ich halte mal die Fresse. Moment. Guck mal, das ist so wieder so typisch Horror. Ja, es ist Horror und ich muss dem ein Ende setzen, so, weißt du. Und selber, dann kriegt man nachher... Aber die humpelt nicht, das ist schon mal schön. Okay, also unser Vater, den hatten wir ja vor 2 Wochen gespielt. Der großartige Künstler, der ja eigentlich sein Meister... Der ja eigentlich sein Meisterwerk gemacht hat, aber es nicht gesehen hat, weil er sich versoffen hat und einfach nachher irgendwie Wahnvorstellungen hatte. Hatte ich schon erwähnt, dass ich... ein bisschen Angst hab. Wir müssen bestimmt in sein Arbeitszimmer. Hä? Das verstehe ich nicht. Das Bild, wisst ihr noch, das kann man auch in dem Best-of sehen, da war es doch so, dass, da waren noch Äpfel drauf. Ah! Oh! Ihr habt's schon wieder getan. Oh, scheiße, habe ich mich erschrocken. Ihr benutzt meine Sounds gegen mich. I swear, that dog doesn't shut up. Wir laufen mit der Kacktaschenlampe rum, ey. So, und was, macht ihr heute noch? Außer euch mit mir in die Hose zu urinieren. Oh nein, da sind tote Ratten drin. Hawaii, warum die auf die Hölle warten? Du verdienst sie jetzt schon. Hä? Hawaii, warum auf die Hölle warten? Du verdienst sie jetzt schon. Hä? Wie hat denn er das so präzise hingekriegt in der Heizung? Hilfe! Die Wände, die kommen immer näher. Why won't you help me? Hammerkrank. Hammerkrank. Alter, was ist hier los, ey? Hammerkrank. Er rastet wieder aus. Kleine Sau, du. Diesen Hund gibt's aber nur einmal. Das ist meiner. Oh Gott, ich bin so glücklich über diesen Hund. Entschuldigung. So, ich muss mich... Ich bringe uns jetzt in eine atmosphärische Horrorumgebung, okay? Nein! The hell off! I told you not to spoil that fucking muck! Gewinne, gewinne, gewinne. Gefällt mir nicht, wir waren nicht im Arbeitszimmer von Daddy. Was ist denn mit dir, Zeus? Was ist? Arbeitszimmer von Daddy, was ist? Oh. Oh, 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 das hat er spät Klick gemacht. Was? Will die mich ver... Als ob ich Noten lesen kann. Whoever's pounding on that piano, quit it. Weißt du was, Daddy? Oh, ich hab doch irgendwas Gruseliges. Warum ist hier nichts Gruseliges jetzt? Nix ist, ey. Also ganz ehrlich, sorry Leute, ich denke immer zuerst, verzeihung bitte. Oh, oh, oh. Ich wollte gerade Daddy provozieren. Können wir ihn weiter provozieren? Oh, wir können ihn nicht mehr provozieren. Schade. Ganz ehrlich, Leute, die denken wie Schweine, sind hier genau richtig. Finde ich. Oh, fuck off, du... Ich wollte eigentlich gerne in das Arbeitszimmer von Daddy. Hier ist schon alles im Arsch, aber warum ist hier schon alles im Arsch? Mein Daddy war nicht nur Mozart, doch. Er hieß Mo und war zart. Wir kommen in den Kackflur, wo die Ratten... Nein!
dich. Ich hasse dich. Warum läuft da eine Fuck-Puppe, ey? Oh Gott, ich will nicht hier sein, diese Fuck-Puppe. Oh nein! Hallo? Nein! Oh fuck! Ich muss mal ganz schnell hier weg. Muss ich zurück? Ich gehe zurück, ich gehe zurück, ich gehe zurück, ich gehe zurück. Das ist richtig krank, ey. Zieht euch das mal rein. Das ist so irgendwie... Oh nein, das ist zu... Oh nein, ich muss da lang. Oh nein. Oh. Wir sind ein ganz kleines Kind. Hi. Das ist mein Schaukelpferd. Ich mag es nicht. Das ist der Chuchu-Schuh. Das ist der Chuchu-Schuh. Charlie, du siehst traurig aus, deine Kulleraugen starren geradeaus. Die Welt ist viel schöner, als du denkst. Steck eine Banane in dein Ohr, was? Ich geh ins Feuer und verbrenne mich selbst, ey. Dann ist hier wenigstens Ruhe. Lass mich da rein, ich kann da nicht rein. Hört ihr das? Was? Der verwest da oben. Was ist hier los? Sein Blut tropft herab auf meine Stirn und läuft herunter. Es duftet jetzt nach Aas und Tod. Ich schmeiß herunter diese Vase und nehme mir diesen Schlüssel. Hi. Ich muss da hoch, bevor mich das Ding zerquetscht, oder was? Habe ich nicht gerade gesagt, ich habe keinen Bock auf die Puppe? Lala. Das sind wir. Oh, 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 oh. Angegriffen? Ein Hoch auf unseren Daddy, 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 ein Hoch auf unseren Daddy, alles ist hin. Rock ist weg, Stock ist weg, Daddy liegt im Dreck. La 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 la. Tyso, ich mach hier jetzt was. Ich trinke, wenn du dich erschrecken tust. Dies mache ich circa eine Stunde, mehr nicht, also bitte erschreck dich nicht. Okay, jedes Mal, wenn ich mich erschrecke, trinkst du einen Shot oder was? Okay. Oh, habe ich mich erschrocken. Oh, habe ich mich erschrocken. Oh Gott. Alles von vorne machen. Warte mal. Wir brauchen noch eine Tube. Nein, bitte nicht. Okay, ich habe mich erschrocken. Absolut scheiße. Ah, Balahada! Ich habe mich erschrocken. Alter, ich schwöre dir, ne? Gleich. So, auf, ab auf deinen Platz. Mach Sitz. Die Junge. Hada, hada. Oh, das ist fies! Ich muss die ganze Zeit hingucken zu ihm und ich werde immer weggerissen so. It was almost dawn. Richtig krank, ey.
Die ist auch selber nicht ganz dicht. Ganz ehrlich, die Tochter selbst nicht ganz klar, der Beans. Ach, war nun die Kerzen. Genetisch versaut ist, bekommt man durch Prügel allein halt auch nicht mehr raus. Heul dich rum, eben hast du deinen Daddy noch in Schutz genommen, du dumme Kuh. Was ist mit dir? Du hast doch echt eine Klatsche. Erst den Spacko in Schutz nehmen und jetzt beleidigt sein, weil er das Bild da hingehängt hat, Alter, hier. Okay. Scheiß Quatsch, ey. Dann bin ich auch raus. Gute Nacht.